Kapazitäten, um das dann auch halt anzubauen. Es würde ja theoretisch auch schon eins ausreichen. Theoretisch, ja. Wow, was haben wir gebaut? Hässlich. Aber wir brauchen auch noch die Obsidian. Zwei habe ich. Oder habe ich das... Habe ich das irgendwann einfach mal weggeschmissen und es ist despawned? Das kann natürlich auch sein. Die logische Erklärung dafür, das fehlt allerdings. Oh. Ich werde mir auf jeden Fall mal die Folgen angucken, weil das kann ja nicht sein. Ja, mach das mal. Ich fahre jetzt hier gerade an der Küste lang. Ich sehe jetzt hier aber auch echt leider nichts mehr an Zuckerrohr. Okay, ich habe auch nochmal 32 Weizen. Auch schon mal ganz gut. Ja, nice. Aber unser festes Ziel war, den Verzauberungstisch zusammenzubekommen und das sieht jetzt wieder relativ schlecht aus. Zuckerrohr! Oh, geil. Ein so ein Pimmel-Zuckerrohr-Ständer hier, ey. Ohne Witz. Ich pack's dir ins Backpack, du kannst sofort anpflanzen. Ja, das ist gut. Oh mein Gott, ey. Sofort anpflanzen, mein Lieber. Ja. Das gibt's ja nicht, ey. BP. Zwei Stück. Noch mehr Zuckerrohr, nice. Wieso kann ich das denn nicht auf Sand platzieren? Ist Wasser daneben? Du musst Wasser dazu machen. Ach so, okay. Hier, noch mehr Zuckerrohr? Ja, ja. Gut, dann mache ich mir eben einen Eimer. Ah, ich hätte hier auch einfach einen Eimer kurz. Ah, ist auch scheiße. Ja, egal. Genug Eisen. Ach, Mist. So. Wasserquelle. Ach, Menno. Wie weit muss ich denn jetzt fahren? Fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Ah, sieht gut aus. Irgendwo hier müsste es ja sogar schon fast an der Nähe sein. Aber jetzt, genau, jetzt wollte ich nochmal eben gucken, ob ich hier irgendwo eine Quelle finde. Lava. Spontan. Ja, Lava wäre jetzt echt noch cool. Weil dann könnten wir... Boah, ich habe hier so Grafikbugs. Ohne Witz. Richtig komisch. Hier einfach mal runter. So. Boah. Ich könnte die Weizenfelder jetzt auch noch erweitern. Ja, mach das mal, ehe du jetzt hier Langeweile schiebst. Ja, Langeweile habe ich nie, wenn ich... Ich höre Lava. Sauber. Dann ist eine Lavaquelle schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Dann fehlt mir nämlich noch ein einziges Mal... Nice. Okay, perfekt. So, Lava hier rein. Zack, zack. Ich muss so hart pinkeln gerade, ihr glaubt es nicht, ey. Ah, so ist das nun mal, ne? Ich bin ja schon so richtig am so drin zappeln, ey. kenn ich, Bruder, kenn ich. Oh, Bruder, oh, ist das süß. Ach nee, und jetzt finde ich jetzt gleich so auf einmal Zuckerrohr in der Truhe, das wäre so bitter. Ne? Ich werde die Truhe. Nee, ist ja aber nicht. Ist hier echt nicht. Ich werde die Truhe nochmal alle nachgucken, ne? Wenn du da Scheiße gelabert hast und ich hier umsonst hier rumgeeiert bin. Irgendwo ist hier noch Lava. Haben wir irgendwo eine versteckte Truhe schon? Oder? Nee. Eher nicht so. Ja, also nee, dann haben wir. Irgendwie Orden hier. Ich höre hier Lava. Hier irgendwo. Okay, ja, nimm auf jeden Fall mit, ne? Ja, hab's gefunden. Sauber. Wird ja doch noch gut hier. Nice. Jetzt läuft's aber. Nice. Jo. Unsere Essensversorgung läuft auch. 43 Möhren. Perfekt, dann haben wir gleich den Verzauberungstisch, mein Lieber. So, perfekt, ich hab's Obsidian jetzt genug. Wir brauchen ja 4 Obsidian, soviel ich weiß. Yes. Die schießt gut von Firma. Von Firma, ja? Okay. Ja. Perfekt. Eins, nice. So. So, ich baller jetzt hier wieder richtig rein. Zack, zack, werden die unsere schönen Felder erweitert und dann Diamanten. Oh, da kommt so eine scheiß Bitch, ne? Vor der habe ich ja echt Angst. Oh, da muss. Ja, vor dem will ich echt aufpassen.
Ah, die Viecher, ey, die sind so auf den Sack. So, in die Richtung muss ich jetzt fahren. Wichtig ist, wenn wir mit Booten fahren, dass wir die immer zerstören, weil, ja, Boote sieht man halt dann, natürlich, ne? Da. Hier sind noch so ein paar, Kühe. Ich töte die jetzt mal nicht, weil ich möchte jetzt erstmal zu uns kommen. Jo. Aber hier müsste jetzt auch gleich irgendwo unsere Base kommen, wenn ich hier einmal rumfahre. Ich tippe nach den paar Bäumen, die man jetzt bei mir sieht. Da, wo ich jetzt, da, dem Mauszeiger, dahinter müsste irgendwo unsere Base sein. Hoffe ich. Doch nicht so 100%. Doch, genau, da hinten sehen wir schon den Lava-Fluss. Oh Mensch, ist das eine Orientierung, Jonas. Ey, ich krieg eine Erektion. So schnell schon? Also das geht bei mir mal ganz schnell. Also. Wie kann ich das Ding abbauen? Alles klar. Wie baue ich denn so ein scheiß Boot ab? Ah, hab's. Mensch. So. Ich kann diese Felder nicht mehr sehen, dieses Weed. Dieses Weed? Jetzt finde ich nur noch nicht mehr den Eingang gerade. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Soll ich rauskommen? Oder siehst du meinen Namen oder so? Nee, leider überhaupt nicht. Oh oh. Ey Leute, oben, ne? Ich platze gleich, ne? Bist du an der falschen Stelle vielleicht? Hier in der Gegend muss es definitiv sein. Okay, ich bin ein bisschen zu weit nach da geschwommen. Da hinten müsste es irgendwo sein. Ich bin zu weit. Ich bin zu weit. So. Die scheiß Bambuskacke soll mal wachsen, ey. Mann, kotzt mich schon wieder an. Das nervt denn. Mensch. Boah, wir haben schon wieder 2 Stacks und einen halben im Backpack. Geil. Da, ich sehe dich. Ich sehe unser Loch. Perfekt. BP, Backpack. Eine Erde brauche ich nämlich. Wie lange nehmen wir schon auf? Soll ich gerade machen? Get time. 36 Minuten. Okay, bedeutet, in 10 Minuten machen wir mal eben eine Unterbrechung, denn Jonas wird jetzt gleich die Toilette aufsuchen müssen. Aber ja, schleunigst. So, ich erweitere hier noch schön. Ja, würde ich aber sagen, dann nimmt sich das doch hier wieder einen guten Lauf. Ja, sieht. Und ich höre Schritte von meinem Kollegen. Oh. At home. So, yeah, willkommen aus. Sauberung. Ach nee, ich muss ja erstmal. Wo ist unser Dings Bambusfeld? Unten. Unten? Ja, warte mal, wo bist denn du jetzt? Ja, komm mal zu mir. Warte mal, ich leuchte diesen Raum mal eben aus. Man verliert hier schon die Orientierung, ne? Ey, der Zatani, das ist ein Esel, ne? Der macht in diesem Feld einfach kein Wasser. War das dumm? Ja, dann wächst es nicht. Einfach komplett nicht. Ach, mein Lieber, ey. So, warte, da musst du mal hier so lang. Wasser, zack, zack, okay. Also in diesen Raum rein, okay. Und dann gehst du hier so runter. Siehst du da so hoch? Eieieiei. Mensch. Sieht richtig stylisch aus. Das ist natürlich was hier. Ja, aber lass eins übrig, damit wir das halt anpflanzen. Ja, nee, ich lass das jetzt auch erstmal hier stehen. Ob wir den jetzt in einer Minute machen, den Verzauberungstisch, oder in 10 Minuten, ist im Prinzip komplett Latte. Ja, wie viel Level hast du? 25. Geht klar, ich habe nur 4. Ach ja, Mensch, da ist ja wer gestorben. Leider, ja. Ey Leute, nee, wir machen gleich keine Unterbrechung. Jonas wird während dieser Folge auf Toilette gehen. Das geht gar nicht mehr, Alter. Warum fällt denn jetzt... Ist es hier zu dunkel wieder? Ich habe hier doch eine Fackel gesetzt. Kann doch nicht wahr sein hier. Muss das stehendes Wasser sein oder kann das auch fließendes Wasser sein? Kann auch fließendes Wasser sein. Okay. Kannst ja auch da einfach... Ich kann hier nur mal eben runterkommen. So. Der kleine Jonas muss mal für kleine Jonasse. Genau. Ja, nur menschlich. Nur menschlich, meine Lieben. So, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde diese blöden Dings mir angucken. Truhen. Und wenn da irgendwo was ist, ne? Ohne Witz, ich hau die ins Gesicht.
Hilfe! So. Nee, da ist aber echt nichts. Also in den Truhen, in denen ich geguckt habe. Hier ist nichts. Aber das kann ja nicht weg sein. Hier ist auch nichts. Was ist denn das hier? Hätte man noch irgendwo eine blöde Truhe stehen? Ich weiß es nicht. Also, ich vermute schon. Anders kann ich mir das halt nicht erklären. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das gibt's doch nicht. Gibt es doch nicht, Mensch. Du hebst schon wieder ein neues Feld aus? Ja. Sehr gut. Ich gehe mal noch eine Runde ernten hier. Sehr schön. Jetzt müsste man auch wieder immer durchlaufen können und ernten können. Das muss so gut gehen. Geht. Wir können ja noch Praktikanten einstellen, der uns für uns immer erntet. Das wäre doch was. Oh ja. Das wäre geil. So 8,50 kriegt er dann die Stunde. Ja, wahrscheinlich. Wir zahlen ihn aber in Weizen aus, ne? Naja. 8,5 Weizen. Das wäre schön. Kann er sich fast zwei Brote, fast drei Brote von kraften. Jo. Hä, irgendwie ist hier doch schon wieder komisch. Ah. Irgendwie ist hier doch schon wieder komisch, Mensch. Wieso wächst hier denn wieder nichts? Oder, ah naja, doch, jetzt wächst was. Das ist gerade jetzt gepflanzt worden. Ich dachte schon. So. Einmal mal ins Backpack gucken, was war da Unnötiges. So. Kannst ja auch noch eine Inventur für unser Eisen mal durchführen, ob wir genügend Eisen haben. Eine Inventur durchführen? Ja, wir haben 50 Eisen in der Truhe. Das passt erstmal. Ja, ja. So sieht's aus. Aber, ich sieh doch schon. Hast du noch genügend Essen? Ja. Ich kann dir auf jeden Fall auch Hälfte Karotten mal abgeben. Nee, ich hab erstmal genug. Okay. Das will ich hier nicht machen. So. Machen wir das mal da rein. Und ich würde auch schon sagen, bald geht's dann auch los mit Kämpfen. Ich glaube, die sind auch alle heiß schon in der Konfi. Dann geht es endlich mal los. Ja, Leute. Wir wollen erstmal einen Spanten machen. Genau. Erstmal equipped sein und dann fighten. Genau. So, und warum wächst ich glaube, das so langsam? Das ist ein bisschen doof. Ja. Wir hatten halt auch, ich weiß es nicht, wie es ist, ob die anderen jetzt schon viel mehr Weizen haben als wir. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen in dem Projekt. Kannst du die nächsten Felder, wollen wir gleich mal eben nach unten ein bisschen bauen und dann die Felder nach unten machen, weil sonst ist es irgendwann zu groß, dass wir dann außerhalb der Chance sind, weißt du? Dass wenn wir in einer Ecke stehen, dass hier hinten nicht mehr wächst, weißt du? Dass wir dann jetzt erstmal nach unten kurz bauen. Reicht ja, wenn wir 10 Blöcke nach unten bauen und dann da die nächste Ebene an Feldern machen. Jo, können wir so machen. Ja, das können wir dann eventuell so machen, dass wir da einen großen Raum ausheben. Ja. Ich auch sagen. Hä, wieso kann ich das denn jetzt hier nicht anbauen? Kein Licht. Ah, lol, okay. Das ist meistens der Grund. Wenn was rausfällt. So. Okay. Gut. Dann werde ich jetzt noch ein Feld nach unten hinbauen. Ich weiß nur noch nicht wo. Aber ich würde komm einfach hier zum Eingang unserer Höhle. Ja. Boah, es ist schon mega riesig. Ja, lass dann einfach hier hinten. Ah, hier war unsere unendliche Wasserquelle. Wir hätten die kaputt gemacht. So, wollen wir einfach mal sagen, dass wir dann hier irgendwo hier runterbauen. Okay, ja. Ach so, die unendliche Wasserquelle. Da ist ja das Wasser von oben mal einmal reingelaufen. Ach so, okay. Ich kann ja hier auch mal so kleine Sperrteile machen, dass unser Feld halt nicht zerstört wird. So. Holz. Ich bin jetzt hier unten und fange mal an, so wie ich mir das Feld vorstelle. Perfekt. Dann kannst du eben gleich auch mal mit runterkommen. Jo. Genau, also pass mal auf, wir machen das jetzt einfach so. Wir heben jetzt in die Richtung 10 Blöcke aus und in die 10 Blöcke. Dann haben wir nämlich einen großen Kasten hier. Perfekt. Drei hoch, oder? Genau.
was einfach hier so nebeneinander. Teamwork. So, ja, das ist richtig Teamwork. Noch, so, machen wir jetzt noch zwei Blöcke. Genau den noch. Und dann reicht das, denke ich, auf jeden Fall.